Hallo zusammen, wie ihr seht, geht es heute mal wieder um das Thema Kreuzfahrten. Wir fahren nämlich gleich zur Meierwerft und gehen dort heute durch das Besucherzentrum. Das haben wir zwar schon mehrfach gemacht, allerdings vor Corona war es immer so, dass das nur als Gruppenführung möglich war. Man wurde also in so einem Bus an einem Treffpunkt in Papenburg abgeholt und dann dorthin gefahren und musste dann auch die ganze Zeit in dieser Gruppe bleiben. Dann war halt so ein Guide dabei. So, und durch die ganzen Maßnahmen wie Abstand halten, begrenzte Besucherzahl und, kann man das im Moment nur auf eigene Faust machen. Die Tickets haben wir gestern dann online dort reserviert noch für heute. Da gibt es so einen Slot. Wir haben dann von 14 bis 16 Uhr. Ja, und in der Zeit können wir das da alles erkunden. Ich persönlich finde das sogar ein bisschen schöner, weil man dann eben einfach da, wo man vielleicht auch ein bisschen länger mal was gucken möchte, eben die Zeit hat und anderswo, wo es vielleicht nicht so interessant für einen selber ist, dann eben auch schneller durchlaufen kann. Ja, und was natürlich noch heute ganz besonders für uns ist, in der Bauhalle, wo man dann auch hinkommt und das Ganze sehen kann, wie da an einem Schiff gewerkelt wird, liegt im Moment die Odyssey of the Seas von Royal Caribbean. Und das ist ja unsere absolute Lieblingsreederei, mit der wir auch schon mehrfach unterwegs waren und die einfach großartige Schiffe hat. Ja, und auch die Odyssey wird wieder ein ganz besonderes Schiff. Ich freue mich einfach drauf, sie zu sehen, denn die dürfte so gut wie fertig sein, beziehungsweise man wird zumindest schon sehr viel von erkennen können. Denn planmäßig soll die irgendwann jetzt im August ausgedockt werden, wenn alles so läuft, wie es soll. Ja, ein bisschen Wehmut wird sicher dabei sein, einfach weil wir gar nicht wissen, wann kommen wir mal wieder auf ein Kreuzfahrtschiff. Gebucht ist ja für Ende November, aber im Moment tut sich da ja noch gar nichts, eher gibt es viele Absagen. Die Sehnsucht nach Schiff ist echt groß. Normalerweise würden wir jetzt voller Vorfreude diese Fahrt planen. Das ist alles so ein bisschen jetzt durch die ganzen beschissenen Corona-Sachen, man kann es nicht anders sagen, verdorben. Ja, aber vielleicht passiert ja noch das Wunder für Ende November. So lange begeben wir uns jetzt erstmal zum Schiff in der Bauhalle. Von Royal Caribbean, der Rettungsring von der Ovation of the Seas. Ja, jetzt haben wir so einen Mundschutz um, daher sabbel ich nicht ganz so viel, hört man sowieso fast nichts von. Yeah.
schon wieder. Moin, mein Name ist Dorf Dietrich, ich bin die Fahrtverantwortliche vom Besitzer auf der Meierwerft. Wir bedienen hier auf der Werft ca. 174 Kräne. Unsere Lieblingsreederei Royal Caribbean. Die Bumper Cars haben wir selber schon auf der NSIM ausprobiert. Das macht voll Spaß und da wird man echt, wie man sagt, wieder zum Kind. Jetzt das, womit ich unbedingt auch noch mal fahren möchte, Disney Cruise Line. Was ich versuche mal ranzuzoomen, diese gelbe Kugel, die ihr da seht, das ist so dieses, wie nennt es sich, virtuelle Trampolin, was dann auf die Odyssee kommen wird, also bei Royal Caribbean eingesetzt wird. Das ist so cool, das möchte ich unbedingt auch irgendwann mal machen. Also müssen wir mal mit einem entsprechenden Schiff von Royal Caribbean fahren, die das dann oben drauf haben. Nichts offen, das heißt, kaufen könnte man hier jetzt nichts. Aber ich habe das vorhin mal so gehört, dass sie wohl demnächst aber wieder
auch aufmachen. In 2 Wochen irgendwie hieß es da vorhin mal, als da welche gefragt haben. Also wenn ihr dann mal später hier seid oder sowas, gibt es hier auch ganz süße, lustige Sachen zu kaufen. Oder sonst auch im Online-Shop oder so. Aber das ist schon ganz... gibt schon ein paar schöne Sachen. So, das war's dann jetzt schon wieder. Aber es war richtig cool und wirklich so dieses Individuelle gefällt mir eigentlich noch viel besser als die Führung. Empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Auch schon mit Führung war das toll. Wann das dann wieder möglich ist, keine Ahnung. Aber es lohnt sich auch so. Und gerade so, wenn man ein bisschen was übrig hat für Schiffe, Schifffahrt, Schiffbau, dann ab zum Meierwerk.